Morgen. So, ich habe meine Speicherkarte vergessen. Schon am dritten Tag geht gut los. Deswegen filmen wir heute mit dem Handy. Ich hoffe, es passt. Ja, wie geht's euch? Muskelkater? Wenig. Echt? Boah, meine Beine und meine Arme, mein Bizeps. Echt? Ja, aber gar nicht. Ein bisschen Knieschmerzen. Ich war gestern Abend noch laufen. Echt? Ja? Ja, eine halbe Stunde. Ah ja, hat's erzählt. Ja. Genau. Bisschen Knie, aber ansonsten passt alles. Cool, so, man sieht es nur halb. Ja. Ich brauche einen längeren Arm. Was haben wir heute? Rücken, Schultern? Ja, heute Rücken, Trizeps, Schultern, Trizeps. Genau. Ein Tag, auf den ich grundsätzlich voll Bock habe, weil ich habe mir heute schon morgen wie gestern, ich habe mir dieses Omelett reingeknallt von dem Gericht. Habt ihr euch das schon mal gezogen? Gestern Mittag, glaube ich, so als vierte, fünfte Mahlzeit. Boah, das ist einfach so viel, ne? Das ist mal echt ein Volumen, also... Ich hatte riesen Hunger. So am Morgen vielleicht schon, aber Mittag ist es genau richtig. Ich hatte einen riesen Hunger, irgendwie so ein Hungerloch und da dachte ich, Also direkt vorm Training kommt das irgendwie falsch einfach. Ja. Einfach viel, ey. Naja, und jetzt ab ins Kreuzheben. Wir starten, oder? Ja. Also erste Übung heute ist Kreuzheben, ja. Und dann natürlich extrem wichtig, dass ihr euch gut aufwärmt, ja. Also am besten erstmal so generell schon mal ein bisschen warm machen auf dem Fahrrad oder so. 5 bis 10 Minuten. Oder beim Rudern, wie wir es gestern gemacht haben, geht auch sehr gut, ne? Ja, oder ich heute Morgen auch. Hat 5 Minuten. Ja? Ja, guck mal, sehr gut. Und ich nicht, bin zu spät gekommen. Ist der Vorteil, wenn du zu spät kommst. Ja. Und dann erstmal nur mit der Stange, ja, ohne Gewichte, nur mit der Stange. Die Übung kann man machen. Genau, und dann langsam ans Gewicht rantasten, ne? Vor allem wenn man es noch nie gemacht hat, jetzt wirklich das erste Mal langsam rantasten. Und ja. Eine Übung, wo man viel falsch machen kann. Haben wir nicht mal so ein ganzes Tutorial gemacht? Ja, haben wir gemacht. Duncan hat es geschnitten sogar. Okay. Duncan, Schnittpremiere. Müssen wir eigentlich mal rausknallen. Ist auf jeden Fall fertig. Ja, haben wir ein paar Videos gemacht zum Thema Kreuzheben. Die Sachen, auf die ihr achten müsst und so. Das können wir mal hochladen, wenn ihr wollt. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr euch schön warm gemacht habt, dann könnt ihr direkt starten. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das Ganze. Ja, erste Runde mache ich auch mit 90, muss reichen. Ein bisschen schwarz vor Augen. Lieber ein bisschen vorsichtiger bei der Übung immer, ne? Sich auch nach Sport an. Ich muss es leider echt sagen, gerade wenn man so kleine Muskelgruppen irgendwie macht, das fehlt mir manchmal so, dieses außer Atem sein, schwitzen. Ich bin wahrscheinlich auch mal ganz gerne Supersätze. Aber Kreuzheben, wie man sieht, und Knie darf man das auf jeden Fall auch. Oder Kniebeuge. Alex, Jung, wechsel mal die Kameraführung. Gut, letzter Satz. Pudding in den Arm, oder was? Hä? Pudding in den Arm, ja, mit den Fingern. Trotz der ganzen Computerzockerei in deiner Jugend. Ja. Nach einer Pause nochmal anzufangen, ist echt ekelhaft irgendwie. Naja. Durch auf jeden Fall. Ja, vorbei die Übung, ne? Alex hilft dem Duncan bei den Hausaufgaben. Ja, darf ich bei dir abschreiben, klar. Der Duncan notiert gerade seinen zweiten Satz und ja. Alex sitzt nur rum, wie immer. Wie immer, schlafen wir noch rum, ist ja noch so früh. Latzen bis zur Brust, auch aufwärmen vorher mit wenig Gewicht. Ne? Genau. Haben wir uns jetzt für die linke Seite entschieden, weil dieser
diese Nase hier kürzer ist als die rechte und wesentlich kürzer als die linke. Und ich würde sagen, zweiter Satz. Guck mal, hier dein Alter-Trick, ne? Ah ja, hier mit dem Daumen in die Beuge auf beiden Seiten, dann habt ihr den gleichen Abstand. Ne? Wahnsinn. Du holst ziemlich ganz hoch wieder mit den Armen, ne? Nicht komplett ausstrecken, oder? Genau, nicht so, dass das nur noch im Gelenk lastet quasi, sondern noch von der Muskulatur gehalten wird. Und man merkt es, wenn man so hier ist, merkt man es richtig im Land. Ne? Ja. Scheiße, mir fällt gerade ein, ich habe einen Geburtstag vergessen. Hat hier die Erinnerung bekommen beim Filmen. Was denn? Geburtstag vergessen. Ach ja. Aber nicht mein eigener. Wie viele Geburtstage man schon vergessen hat. Solange es nicht der eigene ist, ist gut, weißt du? Dann hast du wahrscheinlich noch keinen Alzheimer, dann ist doch alles andere egal. Gemacht. Wie sieht es bei dir aus? Also bestimmt seit der Trafo nicht oder so. Ja, auch nochmal ein Aufwärmsatz, also die erste drückende Übung, die wir machen. Ne? Ja. Wärmen wir uns auf jeden Fall auch nochmal auf. Genau. Duncan sagte auch, er befürchtet, er hat ja auch Schulterprobleme, dass genau die der Schulter ziehen wird. Und was sagst du? Also wirklich bei keinem Gewicht nicht. Bei keinem Schau. Gewicht nicht. Schau. Ja. Lassen wir uns überraschen. Ich habe den Muskelkater des Todes. Du gar nicht, ne? Ja. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Oder was ich richtig mache. Und du falsch. Ja. Du warst einfach nicht so lange trainieren. Schnauze. Eigentor. Ja gut, von mir aus lass nochmal 5 nehmen. Ja, ja? Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich... Ich habe jetzt gerade vor ungefähr einer Minute noch gesagt, boah, für mich muss es auf keinen Fall mehr Gewicht sein, aber na gut. 5 gehen immer noch, ne? Wenn der Trainer sagt, 5 gehen noch, dann gehen 5 noch, ne? So, und müssen wir das mitfilmen? Ich sag mal so... Nö. Yo, boah, mit dem Handy filmen fuckt irgendwie ab, oder? Ja, kein Weitwinkel, kann man irgendwo hinstellen. Ne? Immer so rum, alles wackelt. So, deswegen kleiner Schnelldurchlauf mal wieder, wie gestern. Trizeps drücken, damit ihr auch seht, dass wir alles auch wirklich trainieren. Ja? Also hier, Trizeps drücken. Rudern am Kabelzug. Kurze Wiederholung, glaube ich. Ja. Dann natürlich eine gepflegte Runde hier, einarmiges Rudern. So, dann nochmal, wollte ich gerade zeigen, hier eine Runde Schulter drücken. Ja genau, komm, mach nochmal 2, 3, so, Schulter drücken, ja, aber richtige Katastrophe für die Schulter. Bei dir ging's, ne? Bei mir ging's, yes. Ja. Duncan konnte keine Dips machen so richtig, da hat ihm die Schulter wehgetan. Bei mir ist es halt voll hier das Schulterdrücken. Genau. Du merkst die Schulter richtig. Aber vielleicht machen wir es beim nächsten Mal am Stehen, oder? Ja, also ich finde es auch im Stehen angenehmer. In der Trafo ist es jetzt hinterm Kopf und im Sitzen.
Wir machen sonst immer im Stehen nichts. Dann machen wir es auch da. Und notfalls, wenn die Schulter jetzt zu weh tut, dann ist es auch vorne. Ja, das ist ein bisschen angenehmer. Doofe Fresse, ne? Die muss man noch mal nah haben. Natürlich. So ein bisschen Freund. Das wollen wir aber nur 30 Zentimeter machen. Kalipa, verpiss dich, ich mach gerade die Übung. Wie ist eigentlich beim Rasieren, Alex? Kommt da hinten hin oder ist mal komplett? Ja. Durchziehen so? Ja, vom Sack immer durch. Ja, aber nicht mehr lange. Was sind das für Gespräche hier? Aber das ist wegen meiner Stimme, ne? Also hier geht das. Aber hier passt kein Dritter zu. Ja? Kannst du zu zweit trainieren, zu dritt? Obwohl, so in der... Dann sieht das aus wie ein Backstreet-Boys. Ich kann mich davor setzen. Auf die Bank. Wir wandern einfach. Wir gehen wie nichts. Das ist das Game. Und das empfiehlt sich auch, wenn man es jetzt vielleicht noch nicht so gewohnt ist, damit man nicht so sehr aus dem Rücken zieht oder schwingt oder so, ne? Weil es einerseits auch wieder eine Trainingsmethode ist, ne? Also je nachdem, das zieht jetzt wahrscheinlich nicht darauf ab, aber so ein bisschen abfälschen, wenn man dann schön sauber da runter geht. Ja, aber gut, ne? Okay. So erstmal nicht. Also genau. Erstmal besser im Sitzen, isoliert, ne? Schön konzentriert. Ich glaube, so ist das auch gedacht. Jetzt als letzte eingelenkige Übung, war aber ganz speziell, ne? Die Schulter trainiert. Wir haben noch einen Satz, eine Erholung, nur 60 Sekunden Pause und dann reicht es auch. Ja. War ein gutes Training, aber hat es aber, ein aber ist jetzt auch genug. Ne? Ja, voll. Ja, Freiheit. Oh, das war Tag 3 und damit auch das Ende des ersten Splits. Morgen steht nur Cardio an. Boah, ein bisschen windig. Ich hoffe, man versteht uns. Naja, ja. Ich knall mir jetzt meinen Shake rein. Ich mir auch. Und Leute, wir sehen uns morgen, ne? Ciao. Tschö.